Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich zum heutigen Medienanlass begrüßen. Wir lancieren ja heute zusammen mit der Stadtpolizei die neue Präventionskampagne «He». Dabei geht es um das Thema Zivilcourage. Die sollte auch im öffentlichen Verkehr zum Tragen kommen. Denn gelegentlich fühlen sich unsere Fahrgäste belästigt, sei es durch Beleidigungen, körperliche Übergriffe oder einfach sonst durch unangenehme Fahrgäste. In solchen Fällen empfehlen wir den Reisenden unbedingt, das Fahrpersonal zu verständigen. Das kann dann über die Leitstelle schnell Hilfe aufbieten, so dass störende Personen aus dem Fahrzeug entfernt werden können. Einerseits sieht das durch unser Servicepersonal, unsere Serviceleiter oder bei schwereren Fällen auch durch die Polizei. Auch diese Form von Intervention bedingt eine gewisse Zivilcourage von unseren Fahrgästen, so wie wir sie von unseren Mitarbeitern wünschen. Wie schon bei der Vorgängerkampagne generell freundlich, arbeiten wir wieder mit der Stadtpolizei zusammen. Dafür stellen wir der Polizei einen Doppelgelenk-Trolleybus zur Verfügung, der auf der Linie 31 und 32 verkehren wird. Der soll mithelfen, Botschaften von He in der Stadt zu verbreiten. Weiter sind im Verlauf des Jahres verschiedene Aktionstage und Events geplant, die die Stadtpolizei zusammen mit uns wird durchführen, so dass die Kampagne bei den Bürgerinnen und Bürgern noch stärker verankert werden kann. Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei sind wir sehr dankbar, weil die Polizei trägt ganz wesentlich zur Sicherheit auch im öffentlichen Verkehr bei. Und wenn es kritische Situationen gibt, ist die Polizei immer sehr schnell zur Stelle und auch sonst klappt die Zusammenarbeit hervorragend. Bei dieser Gelegenheit möchte ich für das auch ganz speziell danken und ich möchte jetzt das Wort am Kampagnenverantwortlichen für den Sonderbus übergeben. Herzlichen Dank, Guido Schoch. Auch ich möchte Sie ganz herzlich zu dieser Kampagne, zu dieser Medienkonferenz begrüßen heute Morgen. Zuerst gibt von meiner Seite auch den Dank den Verantwortlichen von der VBZ für die tatkräftige Unterstützung in Form von einem Bus. Wenn man weiss, was so ein Bus kostet, bekleben und ein ganzes Jahr rumfahren lassen, dann ist das eine grosse Aufgabe, die die VBZ hier übernimmt. Und ich möchte mich aber auch schon jetzt bei der Frau Dr. Brandstetter, Professor Dr. Brandstetter bedanken für die Unterstützung von Seiten Uni, weil es ist uns wichtig gewesen, dass die Kampagne auch wissenschaftlich begleitet ist. Ja, wie sind wir auf das Thema gekommen, Zivilcourage? Grundsätzlich haben wir das Thema eigentlich schon lange am Bearbeiten oder sind wir das schon lange am Bearbeiten. Wir haben früher, vor Jahren, haben wir statt Gewaltrundgang angeboten. Da haben wir den Leuten die Möglichkeit gegeben, sie haben können kommen in Kleingruppen und in eine Situation hineinkommen, wo Schauspieler professionell gespielt haben. Und da haben die Leute können mitmachen in dem Geschehen. Sie haben können selber handeln, sie haben können schauen, was auslöst, wenn sie handeln, wenn sie die oder in die Richtung geht. Das Gute an dieser Sache war, dass wir können jederzeit die Situation stoppen, einfrieren, hat das Ganze können besprechen und nachher weitermachen. So haben wir eigentlich der Bevölkerung haben wir so schon die Möglichkeit gegeben, bevor das real, wenn sie in eine Situation kommen, dass das eigentlich schon mal durchspielen haben können und so haben können sagen, aha, jetzt kann ich das Feuer holen, jetzt kann ich relativ schnell, gut und überlegt handeln. Wie schon erwähnt, haben wir aber auch die Verkehrssicherheitskampagne generell freundlich gehabt. Die ist letztes Jahr ausgelaufen. Und auch dort ist es eigentlich um Zivilcourage im weitesten Sinn gegangen, weil wir auch das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden angesprochen haben. Und jetzt aktuell führen wir das Thema weiter mit dieser Kampagne. Andrea kann He und Du. Für was steht jetzt das He? Das steht für Hinschauen, Einschätzen, Handeln.
Also wir wollen erreichen, dass die Bevölkerung eine Situation, wenn etwas passiert, schon mal anschaut, sich dann überlegt, was soll ich in dieser Situation machen, also die Situation einschätzt und dann entsprechend handelt. Wieso machen wir eigentlich Kampagnen von der Polizei? Einerseits haben wir den gesetzlichen Auftrag, weil im Polizeigesetz vom Kanton Zürich im Paragraph 3 Ziffer 1 steht, die Polizei trägt durch Information, Beratung, sichtbare Präsenz und andere geeignete Massnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung bei. Das ist das eine, aber das andere ist, wir befinden uns aktuell im Zeitalter der Digitalisierung. Und ich denke, da ist es umso wichtiger, dass man den Leuten Handlungskompetenzen im Vorfeld, bevor etwas passiert, schon mitgeben. Was heisst das? Zeitalter der Digitalisierung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Morgen, heute Morgen so, neblig, es ist noch nicht so hell, und Sie stehen an der Bushaltestelle und schauen mal den Leuten zu, wie die Leute reagieren und was sie machen. Was sieht man da? Man sieht eigentlich nur so gespenstische Gestalten, die von ihren Mobiltelefonen angeleuchtet sind, Gesichter. Sie sind total konzentriert im Handy. Sie wissen überhaupt nicht, was ringsum um sie passiert. Und sie nehmen nichts wahr. Und wenn dann etwas passiert, dann handeln sie allenfalls durch das, dass sie nichts machen, weil sie nehmen es gar nicht wahr. Oder sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen, wie sie auf die Situation handeln sollen oder haben generell Angst, sie könnten sich oder andere gefährden. Oder es gibt eine Situation, wo man sofort die Polizei rufen müsste und dann wissen sie auch nicht, wie sie reagieren soll. Das Einzige, was die einen je nachdem machen, sie nehmen das Handy vorne oder sie haben schon die vorne und filmen die ganze Situation. Kann auch gut sein, aber nützt uns eigentlich nicht in dem Moment. Ich will mit dem aber der Bevölkerung von der Stadt Zürich nicht unterstellen, dass sie bewusst nicht handeln oder bewusst wegschauen. Aber sie wissen einfach nicht, wie sie handeln sollen. Um den Trend zu unterbrechen, von dem sozialen Rückzug, von der Vereinsamung, von nur auf sich bedacht sein, das wollen wir stoppen, indem wir die Bevölkerung im Vornherein schon Handlungskompetenzen in die Hände legen, ihnen Situationen erklären, wie man handeln soll, wie man reagieren soll, wie man eine Situation richtig einschätzen soll und dann das Handeln beibringen, aber das Handeln so, dass weder sich noch andere gefährdet damit. Aber häufig reicht es eigentlich schon, wenn die Leute anschauen. Wenn die Leute anschauen, die Situation beobachten, in den häufigsten und meisten Fällen ist das schon deeskalierend. Weil wenn eine Täterschaft merkt, dass jemand anschaut, dann kommen sie aus der Anonymität raus und dann können sie auch nicht einschätzen, wie die Leute reagieren, die ihnen jetzt zuschauen, wenn sie etwas machen. Und darum, von dort her, ist das eigentlich auch schon ein gutes Mittel. Zivil couragiert zu handeln, findet aber nicht nur im öffentlichen Bereich statt, sondern auch in allen Bereichen, wo wir uns bewegen. Das kann einerseits sein, wenn wir in der Schule sind. Dort geht es darum, allenfalls das Mobbing zu verhindern. Wenn wir am Arbeitsort sind, eine sexuelle Belästigung stattfindet oder man sieht den Arbeitskollegen, der auf dem Bildschirm Kinderpornografie anschaut. Auch dort geht es darum, dass man handelt, nicht wegschauen und sagen, es geht uns eigentlich gar nichts an. Im privaten Bereich kann es sein, dass man bei der Nachbarwohnung einen Streit hört. Man hört dann auch auf einmal, dass Schläge stattfinden. Oder man hört das Kind immer schreien. Auch dort geht es darum, die Situation einschätzen, sich überlegen, wie könnte ich in dieser Situation handeln. Soll ich direkt zum Nachbarn gehen und rufen? Oder macht es auch mehr Sinn, wenn ich zum anderen Nachbarn gehe? Die fragen, wer die Situation gleich einschätzt, ob er das auch so sieht und allenfalls nach einem zweiten Gehen beim Nachbarn läuten oder dann der Polizei anläuten. Das kann aber auch sein in einem Verein, wenn Diskriminierungen stattfinden
oder im Ausgangsbereich Vandalismus oder Sachbeschädigungen. Wie wollen wir jetzt mit der Bevölkerung in Kontakt treten? Einerseits werden wir Schlüsselstellen innerhalb der städtischen Verwaltung ansprechen und sensibilisieren. Andererseits haben wir hier den VBC-Bus, der auffällig beklebt ist, der innen gefüllt ist mit Material, wo alle Leute, die in dem Bus sich bewegen, können schauen können. Protagonisten haben aus ihren Geschichten, haben aus ihrem Erlebnis Geschichten erzählt, die man dort lesen kann und während der Fahrt studieren kann. Und wie schon gesagt, werden die Events stattfinden. Und wir von der polizeilichen Seite her werden mit dieser mobilen Beratungsstelle, wo ich jetzt drin stehe, werden wir auch unterwegs sein, werden verschiedene Örtlichkeiten anfahren und dort laden wir die Leute einladen, unserem elektronischen Schattenspiel teilzunehmen. Das können Sie nachher schauen, das ist da hinten, können wir das präsentieren. Dort geht es nämlich genau um das Gleiche, was wir bei der Stadt Gewaltrundgang gemacht haben. Wir bringen die Leute in eine Situation hinein. Sie können in dieser Situation durch ihr aktives Beitragen handeln und die Situation je nachdem beeinflussen. Und dann beraten wir es auch beraten und sagen ihnen auch sagen, was wäre passiert, wenn er so gehandelt hätte. All die Massnahmen, die ich jetzt erzählt habe, die werden wir auch in der digitalisierten Zeit natürlich auf Social Media verbreiten und auf unserer eigenen eingerichteten Facebook-Seite bewerben, wo man auch einen Online-Test durchführen kann, wo man sich selber einschätzen kann, wo stehe ich mit meinem Handeln. Der erste Event, den wir haben, ist am 15. und 16. Juni an der Zürich Pride. Da werden wir mit der mobilen Beratungsstelle werden wir im Kasernenareal sein und dort ist das Thema Diskriminierung. So, und jetzt würde ich gerne das Wort übergeben der Frau Professor Dr. Brandstetter, dass sie uns etwas erzählen kann über den wissenschaftlichen Bereich von dem Ganzen. Danke. Vielen Dank, Herr Nägeli. Sehr geehrte Damen und Herren, ich soll Ihnen aus wissenschaftlicher Sicht etwas über Zivilcourage berichten. Das tue ich gerne. Mit der Zivilcourage ist es nämlich eigentlich wie mit vielen anderen Themen in unserem Leben. Wir finden sie wichtig. Umweltbewusstsein, Gesundheit, soziale Verantwortung. Wir sind fest entschlossen, uns entsprechend zu verhalten, umweltbewusst einzukaufen, ein gesundes Leben zu führen, für andere da zu sein, wenn sie unsere Hilfe benötigen. Und dann werden aber aus unseren Gedanken, aus unseren Einstellungen, Überzeugungen, aus unseren Worten häufig keine Taten. Dies ist in der Psychologie ein sehr gut bekanntes und vielfach untersuchtes Phänomen. Wir nennen es die Einstellungsverhaltenslücke oder die Absichtsverhaltenslücke und sie spielt vielfach auch im Zusammenhang mit Zivilcourage oder mit dem Ausbleiben von Zivilcourage eine große Rolle. Natürlich sagen sich die meisten, dass man etwas unternehmen muss, wenn jemandem Unrecht geschieht. Aber dann bleibt es doch oft bei ratlosen Gesichtern, bei Schweigen, bei Wegsehen und manchmal sogar bei Weggehen. Diese sogenannte Absichtsverhaltenslücke zeigt sich auch in Studien. Ich möchte Ihnen ganz kurz einen Befund berichten. Wenn man Schüler und Schülerinnen so zwischen 18 und 15 Jahren befragt, wie sehr sie Gewalt und Aggression als ein angemessenes Mittel finden, um Konflikte zu lösen, sagen 80%, wir lehnen das wirklich ab. Das ist keine Möglichkeit, um Konflikte zu lösen. Wenn man Schüler, Schülerinnen in diesem Alter einen Videoclip zeigt, in dem ein anderer Schüler gewalttätig angegangen wird, dann sagen 40%, in so einer Situation würde ich eingreifen. 80% lehnen Gewalt ab, 40% würden sagen, ich würde eingreifen. Und wenn man in Studien mit Teilnehmern der Beobachtung beobachtet, wie viel der anwesenden Schüler und Schülerinnen tatsächlich eingreifen, wenn einem anderen Schüler, Schülerin Gewalt angetan wird, ein Übergriff passiert, greifen 20% ein. Also Sie sehen, von unserer Einstellung her lehnen wir Gewalt oder Übergriffe oder schlechte Behandlung anderer Menschen ab, aber es fehlt doch dann manchmal an der Umsetzung. Feigheit, Gleichgültigkeit, Egoismus, fragt man sich. Nichts von alledem.
sondern mangelnde Sensibilität und mangelnde Handlungskompetenz für Situationen, die Zivilcourage erfordern. Situationen zu erkennen, in denen Zivilcourage erforderlich ist, in denen Zivilcourage gefragt ist, ist nämlich gar nicht so einfach. Sie sind ganz häufig mehrdeutig. Ist es da hinten im Tram ein Streit zwischen einem Pärchen oder ein sexueller Übergriff? Hinzu kommt bei der Schwierigkeit von Zivilcourage, dass jeder und jede ihre oder seine persönliche Schwelle hat, ab der er oder sie denkt, bis hierhin und nicht weiter. Da muss ich jetzt etwas sagen oder etwas tun. Dem einen ist ein Ausländerwitz schon zu viel, ein anderer fühlt sich eigentlich nur dann berufen einzugreifen, wenn jemand direkt beleidigt oder gar tätlich angegriffen wird. Schließlich scheitert unsere Zivilcourage aber einfach auch an der Tatsache, dass wir nicht wissen, was wir konkret tun können und was wir auf keinen Fall tun dürfen. Darauf hat auch Herr Nägeli gerade schon hingewiesen. Die Kampagne Andrea kann he und du setzt genau dort an. Sie hat das Ziel, die Sensibilität für Zivilcourage, relevante Situationen zu erhöhen und auch die Handlungskompetenz zu stärken, indem deutlich wird, dass es für jeden und für jede die passende Form von Zivilcourage gibt. Ganz nach dem Motto, hinschauen, einschätzen und handeln. Und zwar so handeln, wie es auch mir möglich ist. Durch die lebensnahe Präsentation von Menschen, ich habe jetzt nur die Andrea, kann ich namentlich nennen, durch die lebensnahe Präsentation von Menschen, die Verantwortung für andere übernommen haben und durch die Betonung, dass auch in kleinen Schritten sich Zivilcourage äußert, wird der Bevölkerung Mut gemacht und es wird das Selbstvertrauen gestärkt. Und diese Aspekte gelten in der Forschung zur Zivilcourage als die wesentlichen Grundlagen für zivilcouragiertes Handeln. Ein gesellschaftliches Klima, das soziale Verantwortung und Zivilcourage positiv bewertet. Das Selbstvertrauen jedes Einzelnen, dass es für jeden seine richtige, ihm angemessene Form von Zivilcourage gibt. Nach dem Motto, nur wegschauen, weghören, weggehen geht nicht. Und vor allem braucht es die Überzeugung, wenn nicht ich, wer dann? Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu dem von uns mitentwickelten Selbsttest zu Zivilcourage, den auch Sie, Herr Nägeli, gerade noch erwähnt hatten. Anhand von ganz kurzen lebensnahen Szenarien können die Teilnehmer in sich hineinspüren, was ihr Bauchgefühl in einer solchen Situation sagt. Obwohl Menschen ganz unterschiedlich reagieren, wenn einer anderen Person in ihrem Umfeld Unrecht geschieht, so haben doch die meisten Menschen intuitiv das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Also ihr Bauchgefühl gibt da ihnen da schon einen gewissen Hinweis, hier stimmt was nicht. Wir möchten mit diesem Selbsttest das Bewusstsein von Personen für ihr schlechtes Bauchgefühl oder wenn sie einfach spüren, da stimmt was nicht, stärken und sie vor allem dazu ermutigen, auch darauf zu hören. Die Szenarien in unserem Zivilcourage-Selbsttest decken die unterschiedlichsten Lebensbereiche ab und auch darauf hat Herr Nägeli und auch Herr Dr. Schoch sehr deutlich hingewiesen. Zivilcourage zeigt sich oder muss sich möglicherweise zeigen in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, im öffentlichen Raum, wenn es um einen Vandalismus geht, um Pöbelei, um sexuelle Übergriffe, in der Familie, im Freundeskreis, wenn am Stammtisch fremdenfeindliche Parolen, homophobe oder sexistische Äußerungen getan werden, am Arbeitsplatz mit Mobbing oder in der Schule, wenn es um Ausgrenzung eines Mitschülers geht oder Cybermobbing. Wir wollen nicht nur das Bewusstsein von Personen für ihr Bauchgefühl, auch ihre Intuition stärken. Wir wollen natürlich auch zur Handlungskompetenz beitragen, indem wir ihnen konkrete Tipps für angemessenes Verhalten, für angemessene Zivilcourage geben und ihnen nahelegen, welches Verhalten in einer konkreten Situation günstig ist und von welchem Verhalten auch abzuraten ist. Wir möchten dies auf diese Weise tun, die berücksichtigt, und ich wiederhole es hier nochmal, Zivilcourage kann sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen äußern. Es gibt in der großen Mehrheit nämlich nicht nur eine richtige Verhaltensweise. Der Selbsttest soll die Teilnehmenden dazu anregen, ihre persönliche Einschätzung verschiedener Situationen zu reflektieren, das Hinschauen zu lernen, das Einschätzen zu lernen und ihnen, wie gesagt, einen Eindruck von vielfältigen Formen des Handelns ganz im Sinne hinschauen, einschätzen und handeln zu geben. Und in diesem Sinne
auch der Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie Motivation. Mit meiner Mitarbeiterin, Frau Dr. Gassemi, wünschen wir der Kampagne sehr, sehr viel Erfolg und wir freuen uns eigentlich sehr über die Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, an wen ich das Mikrofon weiterreichen darf, darum lege ich es jetzt einfach mal gerade da auf den Tisch. Ich gebe es dem Herrn Schlepper. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Schlepper, ich bin der Kampagnenleiter dieser ganzen Geschichte. Ich habe das Mikrofon in der Hand und wollte uns nicht auslassen, um am Team zu danken, dass sie da so super mitgearbeitet haben, weil es ist eine riesen Arbeit gewesen, dass wir überhaupt erst so weit gekommen sind. Jetzt, die Büffe wäre eröffnet. Es sind aber auch die netten Damen von unserem polizeilichen Assistenzdienst da und der Herr. Die haben den Online-Selbsttest dabei, da kann man auch ein bisschen ausprobieren, spielen, Fragen stellen. Da hinten ist der Zivilcourage-Projektor vom Licht her, von der Sonne, euer brennt ja nicht ganz so optimal, aber egal, den werde ich ein bisschen betreuen und sonst für weitere Fragen kann man sich an unsere Kommunikation an Herrn Sali oder an Maya Bartoli wenden. Wir schauen dann, dass die richtigen Fragen an euch beantwortet werden. Danke vielmals.